Hallo, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Schön, dass du wieder eingeschalten hast oder ihr zumindest, dass ihr mit eingeschalten habt. Und wir stehen hier wieder in unserer schönen kleinen Brotfabrik. Eine ganz, ganz kleine Maschine wird das und ich werde hier dann wieder weiterbauen. Wir sehen uns nach dem Intro. Ich habe mir überlegt, dass ich eventuell die Maschine einfach mal generell langsamer mache. Dann muss ich bloß mal gucken, ob das mit den Fans auch wieder passt, damit die nicht zu langsam sich drehen. Ich hoffe, dass die Geschwindigkeit bei dem Brennen da keinen Einfluss drauf nimmt. Dass wenn es langsamer ist, hoffe ich doch, dass es genauso schnell geht mit dem Brennen von den Items. Aber wenn die Maschine generell etwas langsamer sich dreht, dann sind die Förderbänder auch langsamer und somit können die Items in Ruhe ja, nass gemacht werden mit Wasser und so weiter und so fort. Und dann kommt halt auch der Teig raus. So, das heißt aber für uns erstmal, dass ich hier weitermache. Wir werden hier wieder einen Chef draufsetzen, da einen hin. Und hier einen hin. Ich mache es erstmal bloß in dieser Größe. Mal gucken, ob das dann reicht. Wir haben sozusagen dann hier aus Teig kommt, dann wird dann Brot. Und dann hier hinten sollte es so sein, dass dann der Teig wieder eingefangen wird. Wir könnten theoretisch dann das nach oben leiten, aber wir müssen erstmal sowieso gucken, ob das funktioniert. Und das heißt, wir können schauen, oder wir müssen mal schauen, dass wir eventuell das hier dreht sich nach links. Ich hoffe, wenn ich eine Gearbox, aber wir haben keine, doch, Gearboxen haben wir genug. Ein Glück. So. Ich drehe sie in die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen. Moment, jetzt habe ich kurz überlegt. Ja, deswegen war mal ganz kurz Stille. Da hat mein Verstand ein wenig gearbeitet. Das muss auch manchmal sein. Wir werden quasi das Förderband sozusagen hier mit dieser Gearbox antreiben und dieses hier hindrehen. Und wir sehen, es dreht sich natürlich in die falsche Richtung. Das heißt für uns, wir müssen das anders machen. Wir müssen die Kraft irgendwo anders hernehmen. Die Kraft muss aus dem Keller kommen. Warte mal, wir können ja die Kraft so, das abbauen. Das passt schon mal, das lassen wir einfach. Wir können ja theoretisch auch einen Käse Chef nehmen. Warte mal, so. Das mal hier so dran. Meine Güte, unglaublich, dass er das einfach wieder gedreht hat. So, genau. Und dann wird das so sein. Was brennt hier? Das hat sich gerade angehört, als würde hier irgendwas brennen. Dann setzen wir hier Ding. Dahin. Falsch. Wir brauchen eine Gearbox, die sich quasi in diese Richtung dreht. Und dann noch eine in diese Richtung. Dann dreht sich das in die falsche Richtung. Das heißt für uns aber, wir brauchen auf jeden Fall, Moment, einen Hebel, der wieder alles in Bewegung setzt. Der Hebel, der die ganze Welt in Bewegung setzt, den müssen wir uns jetzt mal holen. So, gehen wir mal hier hin und holen uns mal einen Hebel. Habe ich schon einen Hebel irgendwo? Moment. Nein, ich muss mal einen bauen. Das ist das Schwierigste an Minecraft. Man muss mal alles bauen. Alles muss man herstellen. Alles ist nicht da verfügbar. Man kann nicht einfach in den Laden gehen und sich das kaufen, was man braucht. Nein, man muss sich das alles selber herstellen. Das ist immer schwierig. Deswegen, was ist hier passiert? Hier ist ein Baum zur Hälfte abgeerntet worden. Unglaublich. Hier geschehen Dinge, die sind wirklich unglaublich. Komme ich da ran? So, das drehen wir mal um. Und schon dreht sich das in die richtige Richtung. Jetzt werden wir noch ein sowas nehmen und hier dran setzen. Und dann kommt hier wieder eine Kiste hin. Ich habe keine Kiste mehr. Das ist da unglaublich. Jetzt war ich vorne und hätte eine Kiste gleich mitbringen können.
Verdammt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch einen Funnel haben. Einen Funnel, den haben wir hier. Jawohl. Werde ich erstmal eine Kiste noch holen. Also ich gehe mal wieder zurück zu unseren Vorräten und holen uns eine Kiste raus. Wenn wir alle so viele hätten wie Kisten, dann wäre die Welt ein besserer Ort zum Leben für alle. Und es gäbe weniger Kriege, wenn wir alle Kisten haben. Alle so viele Kisten wie ich. Dann würde man sehr, sehr gerne auf dieser Erde leben. Das ist wunderbar. Nur einfach klasse. Und warum ich schon wieder so Mist erzähle, ich weiß es nicht. Es kommt einfach aus mir raus. Es tut mir leid. Ich versuche das generell nicht zu unterbinden. So, jetzt schauen wir mal. Funnel, Funnel, Funnel. Die Welt für einen Funnel. Und theoretisch wäre es das gewesen. Wenn ich jetzt nämlich hier oben was reinschmeiße, hier, pass auf, wenn ich das hier, Moment. Hier muss auf jeden Fall noch Lava rein und dann werden wir sehen, ob wir eventuell die ganze Maschine abfackeln damit. So. Dann packe ich hier oben mal so einen, zwei von diesen Dingern rein. Die kommen hier durch, werden gemahlen, tauchen da lang, gehen plupp da drin und sind da. Okay, gut. Funktioniert auf jeden Fall. Perfekt. Jetzt müssen wir die ganze Geschichte nur noch etwas langsamer machen. Das heißt für uns, wir werden hier irgendwo eine Bremse einbauen. Ich muss mal gucken. Wir haben, glaube ich, solche Sachen da. Create. So. Schade, dass man das hier nicht ein bisschen größer machen kann, dass ich die Items besser sehe. Mit Steuerung Shift kann ich das zoomen oder so. Das geht leider nicht. Was haben wir hier alles? Gucken wir mal. Pass auf, wir haben hier Sequence Gear Shift. Das ist schon mal nicht dafür geeignet. Redstone Kontakt auch nicht. Höchstens der Redstone, der Rotation Speed Controller, den könnte man dafür nehmen. Adjustable Crate, das weiß ich gar nicht, was das ist. Lockwork Bearing brauche ich auch nicht. Ich glaube, das Einzige, was wir dafür nehmen können, ist wirklich dieser Adjustable Controller. Da habe ich, glaube ich, oben in der Sache noch einen drin. Das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir das mit dem großen Zahnrad, das haben wir auch da, mit dem großen Zahnrad irgendwo ein bisschen bremsen. Und dann können wir sozusagen die ganze Geschichte richtig schön für uns einstellen, so dass es passt. Rotation Speed Controller haben wir nicht. Nee. Haben wir nicht. Müssen wir bauen. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja... Ah nein! Da brauchen wir wieder einen... einen Chip. Da brauchen wir Gold Nuggets, Redstone Dust, Lapis Plating, Iron Chests. Mal gucken, ob wir das alles da haben. Wir hatten ja, glaube ich, hier hinten, das ist die Maschine für das Gedöns, Geschraffel sozusagen. Wir brauchen drei davon. Moment, drei brauche ich nur. Eins, zwei, drei. Drei davon. Dann brauchen wir Gold Nuggets. Drei davon. Warte. Eine Iron Chest. Sheets, ein Iron Sheet. Die haben wir hier im Crate. Oh, die haben wir hier drin. So, warte mal hier, das raus. Ein Iron Sheet haben wir hier. Und dann muss ich mal gucken, irgendwo habe ich, glaube ich, auch noch Lapis Lazuli. Ah, ich weiß, wo ich Lapis Lazuli habe. Das habe ich ja hinten. So, jetzt kann ich auch wieder rennen. Stopps. Wir haben ja, glaube ich, hier in unserer Kiste irgendwo Lapis Lazuli drinne. Da ist es. Das heißt, eine Lapis Plate bekommen wir aus einem Block Lapis Lazuli raus. Das heißt, wir brauchen 9 Stück davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Und irgendwo müssen wir das mal stanzen lassen. Die Plate bekommen wir tatsächlich nur aus der Stanze raus. Das heißt, wir gehen mal vor. Da hatten wir, glaube ich, noch diese Stanze. Die können wir da nutzen, um sozusagen das Lapis Lazuli zu machen. Das ist hier kein Problem. Ich brauche nur noch einen Block Lapis Lazuli herzustellen. So, den schmeiße ich hier auf die Stanze drauf oder hier hin. Da wird das schön gestanzt. Zack. Besten Dank. Und dann gehen wir hier hin und bauen mal unsere Geschichte zusammen. Und unten kommt Gold hin. Und dann wird das zusammengepresst, gebaut. Und dann haben wir unseren Speed Controller. Zack. Jetzt werden wir auf jeden Fall den Chip brauchen wir, genau. Und natürlich ein Brass Casing. Wie soll es auch anders sein? Oh, warte mal, hier, das ist falsch. Andesit Casing. Ein Brass Casing. So. Mal gucken, ob ich mir das Rezept gemerkt habe. Man hätte auch direkt drauf gucken können oder drauf drücken können. Aber das ist nicht so wild. Ich bin ja KLUK und deswegen kann ich mir solche Sachen auch merken. KLUK. Ich bin so klug. KLUK. Ich glaube, das ist von Simpsons gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Der Rotation Speed Controller. Die ganze Maschine wird von dieser einen Achse angetrieben. Das heißt, der Rotation Speed Controller hat hier rechts den Anschluss. Wie machen wir das am besten? Und zwar werden wir das folgendermaßen tun. Ich brauche eine Gearbox, die so nach oben zeigt. Deswegen nehme ich hier jetzt erst einmal. Ich hoffe, ach nee, wir können das nicht, weil wenn wir das nämlich jetzt hier wegnehmen, dann dreht sich die ganze Geschichte in die falsche Richtung wahrscheinlich. Seht ihr, jetzt wird alles gezogen statt geblasen. Das ist natürlich nicht so gut. So dreht sich das in die falsche Richtung. Das will ich nicht, da müsste ich das nämlich alles wieder umbauen, beziehungsweise... Nein, das geht nicht. Ich muss das schon in diese Richtung bauen, weil die anderen könnte ich nämlich nicht drehen. Also ich habe ja zwei hier, die zwei Gearshifts drin, aber ich müsste das schon so machen, dass sich das halt entsprechend dreht. Das heißt, wir müssen irgendwo anders ansetzen. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wo fangen wir an? Diese Maschine entsprechend zu verlangsamen. Wir können theoretisch das wegnehmen und da erst einmal den hinsetzen, oder? Geht das? Dreht sich das? Lässt sich das aber jetzt hier, wenn ich hier... Warte mal, ich setze mal die weiter weg. Nimm mal das hier hin und das dahin. So, da brennt ein bisschen was. Das ist aber gar nicht so schlimm. Machen wir nämlich so hier und so. Dann dreht sich das wieder in die richtige Richtung. Das passt. Und hier ist die Kiste weggebrannt. Ist ja blöd. Müssen wir da eine neue Kiste hinsetzen.
Jetzt haben wir keine Kiste mehr. Naja, lasst uns das erstmal noch üben. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich hier dieses Zahnrad dran setze. Das ist in die falsche Richtung. Ja, super, klasse. Weiter so. Verdammt. Kann man das nicht noch irgendwie hier nochmal drehen? Wir haben da oben... Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich trinke mal einen Schluck aus der Flasche. Lecker, lecker, lecker. Lecker, Schmecker. Wasser aus der Flasche. Wenn ich das wegnehme, kann ich ja das Zahnrad hier oben dran machen. Genau. Das dreht sich so. Dann kann ich das hier wegnehmen und den Speed Controller natürlich da drunter setzen. Das Blöde ist bloß, ich will den nicht auf die. Nicht, dass ich den unter die Lava setze. Das wäre ein bisschen Quatsch. So, jetzt dreht sich das zumindest schon mal. So. Wie viel von diesen haben wir noch? Wir müssen das von der Seite, weil hier kommt wieder die Kiste dran. Das heißt für uns so und so. Das müssen wir nochmal drehen. Das ist nämlich falsch. Moment, Moment bitte, Moment. Jawohl, so sieht das schon mal besser aus. Das dreht sich auch langsamer alles. Das heißt, wir brauchen hier vielleicht gar keine Kiste. Wir brauchen hier vielleicht gar keine Kiste. Das müssen wir mal gucken. Doch, wir brauchen die Kiste, weil nämlich diese Items nicht automatisch dort reinfliegen. Moment, wir zeigen, wir gucken mal, was da passiert. Ah, das ist noch zu langsam. Ach doch, das fliegt automatisch da rein. Das ist gut. Das ist gut. Wir sollten aber auf jeden Fall die Geschwindigkeit noch ein wenig drosseln. Vielleicht auf 4. Wir brauchen ja sozusagen die Geschwindigkeit. Vielleicht können wir dann später die, das hier vielleicht nochmal ein bisschen schneller machen, aber wir müssen mal schauen. Es muss sich ja nicht übelst krass schnell drehen. Das reicht ja, wenn es ganz langsam ist. Ah, das reicht nicht aus, ne? Guck mal, das reicht leider nicht aus. Das ist blöd. Wir könnten aber theoretisch, das sollte funktionieren. Einen zweiten Lüfter dran setzen. Dann haben wir hier, sage ich mal, wenn ich den hier dran setze. Eine kleine Strecke mehr, wo das Wasser langläuft. Beziehungsweise, das geht nicht. Eieieiei, das wird schwierig, das wird schwierig, das ist zu klein. Da kommt kein
Da kommt kein Teig raus. So funktioniert das nicht, meine lieben Freunde. Ich glaube, wir sollten das dann nochmal umbauen. Das werde ich dann aber jetzt doch im Off machen und euch dann das Ergebnis zeigen. Ich würde sagen, wir machen auch dann erstmal wieder Schluss für diese Folge. Wenn ihr bis dahin Ideen habt, weil das wird erstmal die letzte Folge für diese Woche sein, heute ist wieder Stream, da könnt ihr gerne mit in den Stream kommen, da können wir das jetzt gemeinsam fertig bauen. Und stimmt, ich mach das so, dass ich quasi im Stream diese Sache baue, dann können wir gemeinsam daran rumtüfteln. Das heißt, kommt heute am Donnerstag in den Stream, ab 19:30 geht's los und ich denke mal, wir sehen uns dann erstmal. Bis dahin, macht's gut und so, ja, bleibt so schön. Tschüss!